Es ist 21.45 Uhr, ihr seht Login. Herzlich willkommen aus Berlin. Und damit herzlich willkommen zur interaktivsten Talkshow im deutschen Fernsehen und im Internet, die ihr erleben werdet. Vielen Dank. 5 Euro mehr Hartz IV, 10 Euro mehr Bildung für Hartz IV-Kinder. So wollen CDU, CSU, SPD und FDP den Armen und den Arbeitslosen in Deutschland eine würdigere Existenz ermöglichen. Ist das der geniale Geistesblitz nach monatelangem Streit? Ist es ein fauler Kompromiss? Oder ist es einfach nur zynisch? Einige sagen, es muss endlich Schluss sein damit. Wir brauchen neue Ideen, zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Erhöhung um 5 Euro, um 8 Euro, um 11 Euro. Während Regierung und Opposition noch um Hartz IV feilschten, redeten Milliardär Götz Werner, aber auch Parteien, schon lange über den großen Gegenentwurf, den kompletten Umbau des Sozialstaats, über das bedingungslose Grundeinkommen. Grundeinkommen, das heißt je nach Entwurf zwischen 800 und 1500 Euro für jeden, egal ob arm oder reich. Bedingungslos, das heißt Schluss mit Druck. Niemand soll mehr gezwungen werden können, irgendeine Stelle annehmen und sein Vermögen und Privatleben durchleuchten lassen zu müssen, wie bei Hartz IV. Bedingungsloses Grundeinkommen, das schafft Raum für Kreativität, für Ideen, für Projekte und damit mehr Arbeitseinsatz, sagen seine Anhänger. Naiv, seine Gegner. Ihre Meinung, Geld ohne Leistung, das wäre das Ende jeglicher Arbeitsanreize. Und das ist eine Frage, die wir direkt ins Publikum geben. Ich frage dich mal, hi, wie ist dein Name? Hallo, Michael. Michael, würdest du arbeiten, wenn du jeden Monat 1500 Euro auf deinem Konto finden würdest? Selbstverständlich, natürlich. Also ich bin Künstler und es ist, zählt für mich als Ehre, natürlich auf der Bühne zu stehen und zu arbeiten. Auch Arbeit trotzdem zu schaffen. Okay. Ich bin künstlerischer Leiter und das zählt selbstverständlich dazu. Super. Ich will dich mal fragen, wie ist dein Name? Sandra. Sandra, glaubst du, diese Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen, ist die realistisch oder ist das Utopie? Ich denke eher, es ist Utopie. Ich finde das Konzept an sich gut. Ich frage mich nur, wie ist die tatsächliche Umsetzung? Was steckt da für ein Konzept dahinter? Okay, vielleicht geht es in der Praxis überhaupt? Vielleicht können wir das klären in dieser Sendung, das werden wir sehen. Vielen Dank. Wir waren ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt darüber, wie viele Fragen, wie viele Meinungen und wie viele Kommentare wir von euch bekommen haben. Das war ganz schön viel zu lesen, aber wir haben alles gesichtet. Allen voran Milena, schönen guten Abend. Wie war denn der Tenor bis jetzt? Interessant ist, dass im Internet natürlich vor allem sich diejenigen bisher zu Wort gemeldet haben, die das Ganze befürworten, das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Interessant ist zum Beispiel, dass es eine Facebook-Seite mit 44.000 Beteiligten gibt. Es gibt eine E-Petition, die bislang von 53.000 Leuten unterschrieben wurden. Umso mehr freuen wir uns, dass bei uns im Chat auch beide Stimmen zu Wort gekommen sind, nämlich die Befürworter und die Gegner. Hier schreibt zum Beispiel jemand: Ein BGE gleich dem Versuch, zarte Blumen mit einer Feuerwehr zu gießen. Im jetzigen Geldsystem wäre die Wirkung stark inflationär. Aber wir haben auch Leute, die dafür sind und die eben jetzt auch hier schon im Netz bei uns mobil machen. Nämlich jetzt ist Zeit für Revolution und Grundeinkommen. Also es sind bisher beide Seiten ziemlich aktiv bei uns. Okay, bevor wir die Revolution ausrufen, das Coole an dieser Sendung ist ja, dass ihr zu Hause mitmachen könnt und euch eure Fragen direkt hier zu uns ins Studio schicken könnt. Diejenigen von euch, die uns in diesem Moment auf login.zdf.de gucken, wissen schon, wie das geht. Und diejenigen von euch, die uns auf dem ZDF-Infokanal gucken, den erklären wir es einfach nochmal, oder? Milena, wie funktioniert's? Genau, ist ganz einfach. Man geht einfach auf login.zdf.de. Da findet man natürlich oben den Livestream, hier unten weiterhin den Chat. Wer nicht chatten möchte, kann natürlich auch twittern. Unser Hashtag ist ZDF-Login. Und wir haben diesmal auch eine Erneuerung, die man auch bei uns auf der Seite findet, login.zdf.de, nämlich eine Abstimmung, wo wir gerne mal die aktuellen Stimmungslager noch mal auffangen möchten und dann die am Ende der Sendung natürlich auch vorstellen, das Ergebnis. Okay, da sind wir gespannt, was ihr zu sagen habt. So. Drei von euch haben wir heute Abend hier ins Studio eingeladen. Sie kennen sich aus mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und das ist ehrlich gesagt schon eine Leistung für sich. Denn wenn man mal die Details anguckt von den verschiedenen Konzepten, dann wird es ganz schön schwierig. Ich freue mich auf eure Meinungen nachher. Vielleicht stellt ihr euch am Anfang kurz selber vor. Philipp Kofce, ich studiere Wirtschaft, Philosophie und Kulturreflexion an der Universität Wittenherdecke und habe 2006 in Berlin die Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen gegründet, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch ist der Grund für ein Einkommen. Ich heiße Lena Schlumbum und ich bin dem Grundeinkommen sehr skeptisch gegenüber, weil ich nicht glaube, dass man die sozialen und finanziellen Folgen so ohne weiteres absehen kann.
Ich bin Jens Schicke, Vorstandsvorsitzender der Piratenpartei in Niedersachsen. Ich stehe dem Grundeinkommen insgesamt positiv gegenüber, aber ich glaube, dass das Grundeinkommen, wie es normalerweise gedacht wird, die falschen Anreizstrukturen schafft. Das ist der Applaus für unsere Netzjury. So, und jetzt treffen wir eine Frau, die Verantwortung tragen will. Sie ist Sprecherin der Grünen Jugend Deutschland. Das ist die Jugendorganisation von Bündnis 90 Die Grünen. Und wenn es nach ihr geht, raschelt's bald auf eurem Konto. Herzlich willkommen, Gesine Agena. Grüß dich. So, eine charmante Frage gleich vorneweg. Sind wir per Sie oder per Du? Per Du. Wir sind per Du, alles ja. Klar. Gesine, mal ganz vorweg gefragt. 1500 Euro jeden Monat, da wärst du doch erst mal drei Tage, drei Monate im bezahlten Urlaub, oder? Naja, ich würde nicht sagen, dass das ein Urlaub ist. Ich glaube sozusagen, die Frage, was ist Urlaub, was ist Faulheit, was ist Arbeit, würde natürlich neu definiert durch ein Grundeinkommen. Ich persönlich bin ehrenamtlich aktiv, habe einen Job und studiere und ich würde das alles nicht aufgeben für ein Grundeinkommen. Und ich glaube, dass man sozusagen, wenn man heute sieht, wer eigentlich noch erwerbstätig ist, dann ist das ja nicht der Großteil der Bevölkerung, sondern viele Leute beziehen auch anders Einkommen. Und darum finde ich zum Beispiel, dass ein Grundeinkommen eine sinnvolle Sache ist, weil wir jetzt auch gerade schon aus dem Publikum gehört haben, dass Leute, die meinetwegen kreativ sind, die Künstlerinnen sind, dadurch natürlich, das ist auch eine Form von Arbeit. Und ich finde, gerade für die ist das Grundeinkommen eine gute Sache. Da bin ich noch ganz, oh, jetzt geht schon los mitten in die Diskussion, aber wissen wir noch gar nicht genau, wer überhaupt Gesine Agena ist. Und für die, die es noch nicht wissen, zeigen wir einen kurzen Steckbrief. Gesine Agena, 23, Grüne Jugend. 120.000 Mitglieder zählt die Junge Union, die Grüne Jugend hingegen 8.000. Da kennt noch jeder jeden. Wie zu Hause mag sich Gesine Agena denken, seit über einem Jahr Sprecherin der Grünen Jugend. Aufgewachsen ist sie in einem Dörfchen an der Nordsee. Mittlerweile lebt die Ostfriesin zwar in der Großstadt, in Berlin-Kreuzberg, und studiert Politik und Soziologie im benachbarten Potsdam. Thematisch aber ist sie dem Elternhaus treu geblieben. Klima- und Energiepolitik stehen ganz oben auf der Agenda der Jungpolitikerin, die gemeinsam mit ihrer Schwester auf einem Biobauernhof groß geworden ist. Von Rebellionen also keine Spur? Ivo, sagt Agena, auch bekannt als die mit den Haaren. Über Sozialpolitik kann sie mit ihrem Vater streiten, denn der ist gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Zum Glück geht es heute nicht um die Haare. Wir haben genau 60 Minuten Zeit. Ich würde sagen, da fangen wir gleich mit eurer ersten User-Frage an. Wie kann die Grüne Jugend es ernsthaft für gerecht halten, dass Menschen gezwungen werden, Faulheit anderer Menschen zu finanzieren? Wie kann man dies den Beginn einer freien Gesellschaft nennen? Für mich ist das Ausbeutung, Zwang, Unfreiheit und hat mit Solidarität nichts zu tun. Sagt Jakob Schlockermann. Und antwortet Gesine Agena. Ja, also ich finde schon, dass es auch was mit Gerechtigkeit zu tun hat, ein Grundeinkommen zu zahlen. Weil ich glaube, dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft ein Grund ist, ein Einkommen zu haben. Das kann man heute schon mal. Ich glaube, dass ein Grundeinkommen Teilhabe ermöglicht. Und ich glaube, das ist für mich auch der wichtigste Punkt, warum ich für ein Grundeinkommen bin. Weil ich der Meinung bin, dass es nicht in Ordnung ist, Leute auszuschließen oder zur Arbeit zu zwingen. Oder eben auch durch Hartz IV zu stigmatisieren und sie dadurch aus der Gesellschaft ausschließen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte eben die Chance oder würde die Chance bieten, dass alle Menschen ein Recht auf kulturelle und politische Teilhabe haben. Okay, Jens, ich kann mir vorstellen, dass du da eine etwas andere Einstellung zu den Dingen hast, oder? Ist das gerecht? In der Höhe, denke ich, wie das angedacht wird, nicht. Weil es zum Beispiel mir ermöglichen würde, mich auf die faule Haut zu legen, beziehungsweise das zu tun, was ich gerne mache, mich programmieren. Aber ich würde dann nicht mehr für andere Leute programmieren, ich würde zu großen Teil für mich selber programmieren. Und ich glaube eigentlich, das möchte mir niemand unbedingt bezahlen. Es ist sicherlich so, dass wir den Leuten, die jetzt Hartz IV bekommen, ein viel besseres Leben ermöglichen müssen. Aber ich denke nicht, dass das in der Höhe geschehen muss, wie das eben genannt wurde. 1500 Euro halte ich für viel zu viel. Willst du schon antworten, oder? Ich würde zu der User-Frage sehr gerne was sagen. Ja. Und zwar leben wir heute in einer Situation, in der eigentlich jeder real von den Leistungen seiner anderen Mitmenschen profitiert und selber mit seinem Leistungserwerb sich eben am gesellschaftlichen Wertschöpfungsstrom beteiligt. Und da muss ich doch fragen, wie ich Strukturen schaffen kann, in der ich es dem anderen ermögliche, selber Leistung zu erbringen. Also ich muss ihm sozusagen ein Startkapital geben, um seine Lebensunternehmung selber in die Hand nehmen zu können. Und da würde ein bedingungsloses Grundeinkommen, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten schaffen, als es das heutige Sozialsystem versucht. Und Philipp, du hast dich dafür eingesetzt mit einer Aktion. Oh, da kommt schon der Beifall. Mit einer Aktion, Milena, die wir im Internet gefunden haben.
Genau, das ist nämlich eigentlich eine ganz interessante Sache gewesen. Und zwar gibt es da zwei Seiten, die eigentlich einander sehr stark ähneln. Und zwar macht man zum Beispiel hier die Seite der Bundesagentur für Arbeit auf. Die gibt's wirklich? Genau. Und dann guckt man nochmal genauer hin und findet hier diese Seite. Das ist nämlich die Bundesagentur für Einkommen. Die gibt's die sehr wirklich? Ähnlich. Ja. Und, genau. Moment mal, habt ihr die alle mitprogrammiert oder was ist hier los? Die Fensterseite sind alle hier. Genau, und ich glaube, dass der Philipp damit auch was zu tun hat. Okay, Philipp, warum hast du die Seite gemacht? Vielleicht kannst du das mal erklären. Also ich habe die Seite nicht gemacht, sondern die Seite ist ein Projekt der Bürgerinitiative, die ich 2006 eben mit begründet habe. Hier. Und sie war eben eine Aktion am 1. April, ein Aprilscherz des Jahres 2008 sozusagen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir in der heutigen Situation eigentlich kein Arbeitsamt mehr brauchen, sondern wir brauchen ein Einkommensamt, weil Arbeit ist genug vorhanden, aber an vielen Stellen mangelt es an einem Grundeinkommen, an einem Einkommen, was sozusagen beflügelt, bestimmte Tätigkeiten dort zu ergreifen, wo eine Einkommensgenerierung noch nicht stattfindet. Das möchte ich Gesine vielleicht nochmal fragen. Kann es sein, dass wir Arbeit neu denken müssen mit deinem Konzept? Auf jeden Fall müssen wir Arbeit neu denken, weil ich glaube eben nicht... Was heißt denn das genau? Na, das heißt zum Beispiel, dass wir eben bereit sein müssen, auch andere Formen von Arbeit sozusagen als Arbeit tatsächlich anzusehen, dass Kreativität etwas ist, was man nicht immer direkt irgendwie in einem Unternehmen oder was auch immer in direkter Produktivität messen kann, sondern dass meinetwegen Künstlerinnen auch ihren Wert zur Gesellschaft beitragen. Und dazu bietet eben das Grundeinkommen eine Möglichkeit, weil man sozusagen da ganz andere Formen von Arbeit tatsächlich auch mal wertschätzt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle ganz genauso sehen. Hier kommt eure nächste Userfrage, und zwar von Tobias. Warum wird ein Mensch, der sich abrackert, 8 Stunden am Tag keine Zeit für seine Kinder und seinen Partner hat, dessen Gesundheit wahrscheinlich noch unter der Arbeit leidet, genauso viel verdienen wie ein Arbeitsloser? Fragt Tobias Herrmann. Ja, das stimmt natürlich nicht. Also es ist natürlich so, dass alle ein Grundeinkommen bekommen, aber es gibt ja heute kaum noch Leute, die sich mit 1000 Euro, die Grundjugend fordert zum Beispiel 800 Euro, mit, aber sagen wir mal 1000 Euro sozusagen zufriedenstellen. Ich glaube, dass die Leute, oder es bietet ja die Chance, dazu verdienen. Das können die Leute immer noch machen. Und das finde ich dann insofern völlig in Ordnung. Also die Leute werden ja nicht gezwungen. Vielleicht sollten wir das nochmal genau erklären. Also der Gedanke vom bedingungslosen Grundeinkommen ist ja, dass ich Geld auf jeden Fall bekomme und ich kann trotzdem arbeiten und verdiene dazu auch noch, oder? Genau. Insofern wird es also auch Unterschiede geben. Genau, es gibt natürlich Unterschiede. Wir wollen natürlich nicht irgendwie sozusagen alle Gehälter oder alles Einkommen komplett eindampfen, sondern es gibt diesen 1000 Euro Sockelbetrag sozusagen. Und jeder, der möchte, kann ja dazu verdienen, so viel er möchte. Ist das etwas, Lena, was dich überzeugt als Konzept so? Ja, an der Stelle muss ich mich natürlich fragen, wo endet das? Also wenn jetzt quasi jedes Kleinkind schon diese 1000 Euro bekäme, dann hätte eine beispielsweise 5-köpfige Familie ein Jahreseinkommen von 60.000 Euro. Würde dann jemand noch arbeiten gehen? Also ist der Anreiz überhaupt noch gegeben? Also bei der Frage würde ich gerne nochmal einhaken. Okay. Und zwar ist es ja eine blanke Illusion anzunehmen, dass das Erziehen von Kindern nicht auch Arbeit sei, die aber unter vielfacher gesellschaftlicher Wertschätzung, die ihr nicht entgegengebracht wird, leidet. Und eben die Situation, dass ich als Familie möglicherweise mich dann auch der Familienarbeit widmen kann, die würde durch ein bedingungsloses Grundeinkommen eben auch gegeben werden. Und womöglich werden sogar ganz andere Möglichkeiten des Familienzusammenseins dadurch auch ermöglicht, als es heute gegeben ist. Ich würde gerne diese Frage mal ins Publikum geben, vielleicht zu euch mal rüber. Du hast vorhin gesagt, du bist dir noch nicht ganz klar vielleicht, wie dieses Konzept funktionieren kann. Wie siehst du denn diese Wertigkeit von Arbeit? Bist du auch der Meinung, dass es Arbeiten gibt, die im Moment, wie der Philipp gesagt hat, noch nicht genügend wertgeschätzt werden, auch finanziell, und wo eigentlich das Grundeinkommen dazu eine Chance sein könnte? Was ich halt denke, gerade zum Beispiel im Pflegebereich, im Pflegebereich ist es zum Beispiel so, dass die Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Denken wir an pflegende Familienangehörige, die natürlich dann auch kein Geld bekommen, während sie zu Hause sind. Ganz generell finde ich es problematisch, was die Kollegin gerade schon sagte, 60.000 Euro für eine 5-köpfige Familie und als Alleinstehende würde man dann ja 1.000 Euro zum Beispiel nur bekommen pro Monat. Hi, wie heißt du? Ich heiße Barbara. Barbara, teilst du das, was sie sagt? Ja, ich teile das auch. Ja? Also ich finde, dass es viele Berufe gibt, die werden unterbezahlt, zum Beispiel auch Rettungssanitäter oder also die tun viel für die Gesellschaft, werden aber viel zu wenig bezahlt. Okay, ich kann mir vorstellen, die Diskussion, Milena, geht auch im Internet gerade heiß her, hoch her. Absolut, genau. Ich bin